denke, das Herausragende ist hier, dass wir den Masterstudiengang weitgehend in die Verantwortung der Bayerischen Theaterakademie gelegt haben, um auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir uns für die Praxis am meisten interessieren in diesem Studiengang. Wir wollen möglichst dicht am wirklichen Leben operieren und machen das dadurch auch deutlich, dass wir die Akzentverschiebung vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, der Masterstudiengang ist nicht wie der frühere Aufbaustudiengang, also vor der Bologna-Reform, hauptsächlich in der Hochschule verortet, sondern der ist mehr hier an der Bayerischen Theaterakademie angekommen und wird eben hier im Prinzregententheater hauptsächlich abgehalten. Ich glaube, das ist eine sehr einzigartige Sache, dass hier ein Theater ist, Prinzregententheater, wo die Theaterakademie ist. Praktisch, das bedeutet, dass die Studenten, die an der Hochschule Gesang studieren und sich weiterentwickeln wollen und diesen Masterstudiengang mitmachen und dann dieser Beruf sozusagen hier in einem Theater lernen können, also nicht in einem Unterrichtsraum, sondern tatsächlich im Theater, in den Theaterräumen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Hinterbühne, Probebühne, wo wir gerade auch sind, Opernstudio, das ist die Probebühne, wo die Produktionen vorbereitet sind. Es ist eine ganz andere Einstellung, es ist eine ganz andere Möglichkeit und ich glaube, das hilft sehr, sehr viel für die Studenten später im Beruf, viel schneller, viel problemloser sozusagen einzusteigen. Das Besondere ist, dass man eben die Möglichkeit hat, schon ein bisschen in den praktischen Beruf reinzuschnuppern, dass man eben schon Eindruck bekommt, wie sieht das später aus, wie sieht so ein Tagesablauf eines Sängers aus, wann muss ich mich einsingen, wie sehen die Proben aus und dass wir eben die Möglichkeit haben, hier auch mit richtig professionellen Regisseuren und Dirigenten schon zusammenarbeiten zu können und große Projekte mit Orchester machen dürfen. Ich glaube, so viel Kapazität und Möglichkeiten gibt es nicht viel an anderen Hochschulen in Deutschland. Ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz einzigartiger Rahmen ist, wenn man das mit, das ist ja quasi eine Form von einem Aufbaustudiengang auch, aber dann so ein Podium geboten zu bekommen, wie es dieses wunderbare Prinzregententheater ist, das ist sicherlich ganz einzigartig. Und damit die Begleitung, die ganze Backstage-Begleitung hier mit der Studienleitung, mit Herrn Zehelein und so weiter, das ist sicherlich was, was es vergleichbar überhaupt nirgends sonst gibt. Und man sieht natürlich auch hier, wie sich die Figuren entwickeln, wie die Studenten an den Figuren arbeiten. Und da ist natürlich das Potenzial dann doch größer, weil sie am Anfang nicht so viel mitbringen wie Profis, sondern dass das doch auf eine Art auch im guten Sinne formbar ist. Und das ist sicherlich ein Reiz, mit Studenten zu arbeiten. Und trotzdem nochmal, ist für mich immer wichtig, dass ich zu den Leuten sage, Freunde, also ich arbeite mit euch genauso wie mit Profis, dass sie auch dieses schon wissen, wie es im professionellen Theaterbetrieb zugeht. Also ich bin da nicht freundlicher oder netter oder irgendetwas, sondern genauso professionell arbeite ich mit ihnen und ich denke, das ist für die auch wichtig. Wir haben jetzt viele szenische Unterrichte und das ist auch sehr wichtig. Bisher einfach das Schauspiel und szenische Aktionen waren nicht so an der ersten Stelle. Aber jetzt mit Herrn Kowalik, Balázs Kowalik, er ist ein sehr berühmter Regisseur,
aus Budapest. Und er hilft uns einfach, unsere Talente, sozusagen, schauspielerische Talente zu zeigen. Also wir versuchen, das wahrzunehmen, was für eine Studenten wir aufgenommen haben. Die Stücke versuchen wir für sie auszuwählen, natürlich nicht für alle, aber wir versuchen das machen, dass jeder Student während dieses Studiums einmal, zweimal auf der großen Bühne stehen kann mit Orchester, mit namhaften Regisseuren, Dirigenten, mit Bühne, Bühnenbild, Licht, genauso wie in einem anderen professionellen Haus. Dieses Haus ist auch professionell, es ist nicht wenig aufzutreten vor 1200 Zuschauern. Es ist nicht einfach, das schon während der Studienzeit zu machen in einem so großen Haus, aber bis jetzt hat es sich gezeigt, dass die Studenten hier wirklich solche Erfahrungen sammeln können, was sie, wie soll ich mal sagen, dieser Lernprozess einfach doppelt, trippelt so schnell bei denen beibringt. Natürlich gibt es weiterhin den Gesangsunterricht, 2 Stunden in der Woche, der an der Hochschule stattfindet. Es gibt sehr viel Akzent auf den szenischen Unterricht, weil wir, wie gesagt, eben versuchen, den Gesamtausdruck der Persönlichkeit zu erreichen, also Stimme nicht als Selbstzweck, stimmliche Darstellung nicht als Zirkusvorstellung oder als ästhetische Äußerung, sondern stimmlicher Ausdruck im Zusammenhang mit der Persönlichkeit. Instrument, Stimme ist im Körper, gibt uns die besondere Chance, das als Persönlichkeit auf der Bühne glaubhaft zu machen, dass wir unsere Stimme benutzen oder nutzen, um einen Ausdruck glaubhaft zu machen. Dazu brauchen wir aber den gesamten Menschen. Und der Mensch besteht natürlich nicht nur aus den Stimmbändern, sondern aus seiner körperlichen Erscheinung, aus seiner Mentalität, aus seinen psychologischen Bestandteilen. Und das versuchen wir alles in diesem Studiengang zu bedenken. Heute ist es ein sehr wichtiger Aspekt, wie man sich präsentiert, was für eine Möglichkeit man hat, vorzusingen oder hier bei den Produktionen, wo natürlich sehr viele Intendanten und Operndirektoren hierher zu fahren, diese Produktionen zu sehen und da die Studenten zu entdecken. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Daneben, dass natürlich die Studenten hier auch eine Qualität erreichen können, was bei solchen Akademien, die diese Chance, ein Prinzregententheater nicht haben, auch nicht geben können. Der Hauptreiz besteht sicherlich darin, dass man viel Zeit hat zum Arbeiten und dass vor allem auch eine unglaublich große Bereitschaft da ist, zu arbeiten, was zu lernen und überhaupt keine vorgefassten Meinungen da sind, gegen die man anrennen muss, sondern einfach nur eine unglaubliche Offenheit, Bereitschaft und ein großer Wille, gemeinsam vorwärts zu kommen. Ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen. Und, aber ich habe jetzt ein paar Rollen gemacht hier in der Theaterakademie, also die kennen mich auch. Aber um jetzt schon ins Engagement zu gehen, wäre es schon noch zu früh einfach. Also ich möchte hier die Erfahrung sammeln. Ich habe einen guten Schauspiellehrer hier, der Balasch. Ich finde ihn sehr gut und ich arbeite sehr gerne mit ihm. Und ich glaube, ich werde noch viel lernen hier auch. Und das ist sozusagen das Sprungbrett für mich dann raus. Ne? Also ich brauche diese 2 Jahre, denke ich auch.